Ja, mein Beitrag live vorhin war wohl nicht so gut zu verstehen. Zumindest habe ich das Feedback bekommen, dass der Wind zu stark war. Deswegen an der Stelle zu der Frage, wann kann ich im Arbeitsverhältnis hitzefrei bekommen oder gibt es überhaupt hitzefrei im Arbeitsverhältnis? Und damit gekoppelt auch die Frage, kann ich meinen Arbeitgeber als Arbeitnehmer abmahnen? Das würde ich euch gerne beantworten. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und der Experte bei Fragen rund ums Arbeitsrecht. Und wir haben diese Woche wohl die heißeste Woche des Jahres, zumindest des bisherigen Jahres. Wir haben Sommer und es wird über 30 Grad, teilweise bis 40 Grad. Und nicht jeder hat das so schön wie wir, dass es hier klimatisiert ist, mit dem Blick auf den Magdeburger Dom, mitten im Zentrum der Altstadt. Und wie ist das denn, wenn es sich in den Arbeitsräumen aufheizt? Und da könnt ihr euch das so ein bisschen wie ein Ampelsystem vorstellen. Also bis zu 26 Grad steht die Ampel auf grün. Das bedeutet, bis dahin ist alles in Ordnung. Du kannst eigentlich vernünftig arbeiten und du hast eigentlich auch keine Ansprüche, falls es dir als Arbeitnehmer dennoch zu warm ist, darauf zu sagen, bitte kühl mal was runter. Ja, wenn es zu kalt ist, klar, kannst du dann sagen, unter 18 Grad muss es dann wärmer gestellt werden. Auch bis 26 Grad ist der Arbeitgeber zunächst verpflichtet. Über 26 Grad bis 30 Grad, das wird dann schon ein bisschen warm und das sollte der Arbeitgeber schon Maßnahmen einbringen, damit es kühler wird. Er muss es aber nicht. Und über 30 Grad bis 35 Grad, da muss er allerdings. Also das heißt, das ist der Bereich, wo du dann sagen kannst, hier, das ist zu warm, da kann man nicht mehr arbeiten. Bitte, lieber Arbeitgeber, Klimatisierung durch Klimageräte, durch Lüfter oder was auch immer. Über 35 Grad heißt auch im Arbeitsverhältnis hitzefrei. Über 35 Grad ist zu warm zum Arbeiten, so nach entsprechenden gerichtlichen Entscheidungen, nach der Arbeitsstättenverordnung und nach den Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuches. Das heißt, hier kommen wir zu der zweiten Frage, ja, wenn es denn zu warm ist und ich kann dann nicht mehr arbeiten, kann ich da einfach von der Arbeit wegbleiben? Nein, kannst du nicht, aber hier müsstest du, wenn du es denn wolltest, und könntest du es auch, den Arbeitgeber abmahnen und ihm sagen, du pass mal auf, lieber Arbeitgeber, das ist hier zu warm, da kann man nicht arbeiten, sorg dafür bitte, dass es kühler ist. Und wenn du, lieber Arbeitgeber, es nicht tust, dann mahne ich dich hiermit ab, weil du deine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht erfüllst und im Zweifel werde ich meine Arbeitskraft vorenthalten. Scharfes Schwert, viele werden denken, wie als Arbeitnehmer kann ich einen Arbeitgeber abmahnen? Ja, das kannst du in diesem Fall, weil Vertragsverhältnis, beide können sich wechselseitig abmahnen und der Arbeitgeber müsste in diesem Fall reagieren, weil ansonsten in der Tat ein Leistungsverweigerungsrecht zu diskutieren wäre. Das heißt, du kriegst Geld, auch wenn der Arbeitgeber von dir keine Leistung bekommt. Persönlich sage ich dazu aber vorsichtig dosieren, weil das drängt sich geradezu auf, wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist und deinen Arbeitgeber abmahnst und dann noch deine Arbeitskraft zurückbehältst, dann ist das Arbeitsverhältnis belastet und im Zweifel wird der Arbeitgeber schauen, ob er nicht auch etwas findet, wo er dir einen Fehler vorwirft. Auch hier gilt es, wie so häufig, miteinander reden und der gute Arbeitgeber wird dafür sorgen, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, damit sie gute Leistung bringen. Und der gute Arbeitnehmer und Mitarbeiter wird mit seinem Arbeitgeber reden. Hier gilt es für beide, kühlen Kopf bewahren, kommt gut durch die warme Jahreszeit, ist doch toll, die Sonne scheint und wir dürfen arbeiten und nach der Arbeit dürfen wir Freizeit, sprich immer Lebenszeit genießen. Bei Fragen gerne an mich und bis dahin, liebe Grüße, euer Sandro.